So. So, damit herzlich willkommen zurück zu Hexen Folge 19. Okay, weiter Text. Wow. Ja, ich gebe zu, das war gerade absolut dumm. Vor allem, weil ich ja wusste, dass hinter mir welche sind. Na komm. Das ist ja auch welche. In der Karte hier welche. Also Symmetrie muss ja immer gefahrt sein. So, jetzt haben wir hier Dinger, die wir nicht brauchen. Hier haben wir Dinger, die wir nicht brauchen, aber wir können wahrscheinlich ordentlich mal unsere rote Waffe einsetzen. Hier haben wir einen Schalter. Hier haben wir auch einen Schalter. Die Frage ist, ich drücke mir gleich alle mit. Da. Mal schauen, was da kommt. Hallo? Weil ich könnte einfach mal hoffen oder vermuten, dass typisch Hexen, oder dachte ich gerade, dass typisch Hexen nach jedem Schalter hier erstmal Monster spawnen. Deswegen wollte ich alle mit einmal öffnen. Wofür kommen doch keine Monster? Kommen jetzt wieder 5 Monster? Ah, geht doch. Oh, what? Oh, boy, boys. Was geht denn hier ab? Oh nein, das ist doch Vögel. Ah, na schau mal, na guck. Noch ein Buch. Was? Gehen die gerade alle runter, oder? Ja, ja, komm. Lass mich erst mal gucken, was hier abgeht. Hey, die sind alle bereits unten. Ach, da ist ein Schalter. Oh, warum kann ich diesen verfickten Schalter nicht drücken? Ich bin zu allem unfähig. Einfach zu allem. Okay, ficken. Erstmal alle Gegner rauslocken. Beziehungsweise erstmal die da oben erledigen. Oh, ficken! Nope! Einfach nope! Alle weg! Thank you.
Geht doch. Meine Fresse. Das Problem ist, man springt durch diese ganzen Stufen so sehr, dass man hier kaum manövrieren kann. Deswegen Schalter drücken und gleichzeitig diese Fischer ausweichen geht einfach nicht. Da kommen einfach noch mehr. Es kommen einfach noch mehr. Claro. Klar kommen noch mehr. Da hinten. Ach, leck mich doch am Arsch. Frage ist, wie viele Schalter haben wir jetzt schon? Hä? Oh Leute, bitte nicht so viel Krach mit einmal. Ach da. Immer diese komischen Tanks hier. Warum kann mit der Hurensohn über das andere Ding hinweg? Ach komm, leck mich doch. Warum können die durch sich selber durchschießen? Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Stirb halt. Natürlich wieder verpasst, klar. What the fuck? War das bitte jetzt der letzte Schalter oder kommt noch mehr Schalter? Scheint wohl der letzte gewesen zu sein. Alter. Diese Viecher mit ihren Schutzschildern gehen mir echt hart auf den Sack. Sachen, die wir schon haben. Das Ding haben wir schon, das Ding haben wir ja auch schon. Das heißt also, die Map hier war es komplett umsonst oder was? Ja.
Gut, dann gucken wir mal bei der anderen Seite. Okay, kann sein, dass man hier einmal, also in dieser Map, einmal alle Waffen bekommt. Weil wir hatten jetzt die zweite und die dritte Waffe. Und von der vierten Waffe kriegen wir hier irgendwie so ziemlich gerade alle Teile, kann sein. Wo kommst du denn? I don't like this. Ey, komm, das ist so billig hier. Da muss man einen Schalter innerhalb einer gewissen Zeit drücken, aber rein zufällig wird der Schalter natürlich von einem Monster blockiert und man 30 Minuten braucht, um das Ding zu erledigen. Das ist so sinnfrei, das ist so billig. Da kannst du dem Spieler auch gleich sagen, ja, schub doch einfach. Das kommt doch nicht mehr rein. Ach komm. Nee. Komm raus. So. Easy. Echt gerade zweimal das gleiche Teil? Achso, nee, das ist das Unterteil, das ist das Mittelteil und oder so. Und ja, den Kopf haben wir bereits gefunden. Das heißt, ja, in der Map gibt es einmal alle Teile. Für alle Waffen. Also, einmal alle Waffen. War für uns also komplett useless, weil wir haben ja bereits alle Waffen. Ach Gottchen. Okay. Ja. Das heißt, wir haben zumindest ein Key. Wir haben einen Rusted Key, aber der bringt uns doch gar nichts, außer in der Map hier. Das heißt, unterm Strich hat uns diese Map genau gar nichts gebracht. Einfach absolut gar nichts. Ihr wollt mich doch verarschen. Weißt du, da ist der Kopf von dem roten Ding und da sind die anderen beiden Waffen. Was zur Hölle will uns diese Map eigentlich sagen? Es muss ja noch irgendwas geben, irgendwelche anderen Keys.
die wir für die eigentliche Hauptmap brauchen. Weil die Hauptmap scheint das ja hier nicht zu sein. Ach Gott. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt die anderen Keys herbekommen. Wo denn? Ach da. Ah, man sollte also gar nicht rüberspringen. Ja, wie gesagt, bringt es aber nichts, weil die Dinger haben wir bereits. Tja. Das heißt also unterm Strich, war das jetzt mal eine Secret Map, aber keine, die für das Spiel selbst relevant ist. Was mich wieder zu der Ausgangsfrage bringt, wo kriegen wir diese verfickten Keys her? Mehr gibt's ja hier nicht, oder? Ne, irgendwelche anderen Orte, wo sich die Keys verstecken könnten? Kommt mir nicht bekannt vor. Ach, das gibt es doch gar nicht. Ja, stopp halt. Wow. Das bringt uns wieder zu meinem Grundproblem. Wie kommen wir hier in der Map weiter? Keine Ahnung. Gibt es hier auch so einen Kopf, den ich aufsammeln kann? Hier ist auch nochmal die Waffe. Also, die hätte man ruhig ein bisschen mehr, ne, kräftige Boni reinpacken können, als überall immer wieder die Waffen. Weil man kann die Waffe eh nur einmal aufsammeln, ne? Also, hä. So, und der Raum hier ist mir immer noch ein bisschen so suspekt. Was will uns dieser Raum sagen? Kann es sein, dass es hier irgendwie Secret gibt? Eins, das wir noch nicht entdeckt haben. Hä? Das Ding habe ich doch schon erledigt. Wieso ist es wieder da? Das hat sie doch bereits zerstört. Ah, siehst du, ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Der Schatten ist nämlich wesentlich blasser als die anderen beiden. So, was hat das jetzt gebracht? Normalerweise kommt immer eine Textmeldung mit, irgendwas hat sich irgendwo geöffnet oder ist runtergegangen oder hat deine Mutter gefickt. Was? Also wieder über langlaufen. Klar. Hier auch nicht. Och Leute. Ich verstehe das nicht. Ist hier irgendwo ein Kopf oder so? Die man da irgendwo einsetzt? Den habe ich doch auch schon zerstört. Kann sein, dass das irgendwie komische Statue in der Status nicht gespeichert wird? Moment mal. Ah, na schau mal einer, guck. Und das ist jetzt was. Oh, auf einmal ist sie mal hell. Ja, und sonst ist ja aber nichts. Ach Leute.
alles, was ich will, ist ein kleiner Weg, der mir sagt, was ich hier weitermachen muss. Wartet mal ganz kurz. Kann es sein, dass wir hier doch lang müssen? Nee, da ist nichts. Aber bei der anderen Seite, da sind nur zwei Striche. So wie als wenn es irgendwie weitergehen würde. Schau mal nach, guck. Siehst du, da geht's nämlich hoch. Da geht's nämlich lang. Hier auf der Seite nicht, aber auf der Seite schon. Gut, wisst ihr was? Wir haben ja dieses Fliegding. Das heißt, wir können offiziell hier lang fliegen. Dementsprechend probiere ich mal ganz kurz, was passiert, wenn man hier rumfliegt, ne? Wow, es passiert genau gar nichts. Ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Okay. Das ist traurig. Das ist traurig. Oh Gott, was tue ich noch? Was mache ich hier nur? Wie konnte es so weit kommen? Gibt es hier irgendwo einen Kopf oder so? Vor allem, ich weiß auch jetzt nicht, was das Ding gemacht hat hier. Irgendwas ist hier wohl passiert? Man muss das Ding mehrmals drücken, ja, leck mich. Hä? Lol, ich habe noch nie Zwiebel gesehen, wo man mehrmals klicken kann, Strich, Strich, muss. Ist sehr interessant. Na gut, das ist natürlich eine andere Sache, ne? Aber einmal haben wir es halt bereits gedrückt. Hä? Oh, jetzt habe ich es gerade gesehen. Das ist kein Bücherregal, was man anklicken muss, sondern da haben zwei Bücher gefehlt. Und zwar die beiden Bücher, die wir jetzt mittlerweile gefunden haben. Und die mussten wir da quasi einschieben, damit das Buchregal wie so eine... Er wisst ihr ja in diesen ganzen Filmen, wo wenn du irgendwo im Buchregal ein Buch rausnimmst oder reinschiebst, dass sich dann eine Geheimtür öffnet und so ein Scheiß, ne? Genau das war hier quasi auch der Fall. Haha, Bitches. Und der eiskalt direkt hinter mir. Willst du mich eigentlich verarschen oder was? Boah. Nee, komm, das ist mir jetzt. Das ist doch nicht. Ist das behindert? Also, wenn solche Viecher spawnen, ist ja das eine, ja. War das die wirklich direkt hinter einem? Wirklich direkt. Genau hinter mir spawnen. Das ist doch nicht mehr normal. So, jetzt haben wir gerade den Kopf bekommen. Ja, hier sollte da vorne rum, Alter. Oh, Mädel. Ja, komm, verpiss dich. Zieh Leine. Also, manchmal frage ich mich echt hier, ob die hier ein bisschen. Kann sein, dass das hier alles heller ist? Die Frage ist, ach so, hier, genau.
Ich sag mal so. LOL. Mami? So, aber wieder stellt sich die Frage, was hat das jetzt gebracht? Hat sich jetzt irgendwo irgendwas geöffnet oder ist jetzt irgendwo irgendwas passiert oder ist jetzt irgendwo irgendwas mehr sinnvoll als dann als davor? Das Ding ist immer noch zu. Wir haben noch keinen einzigen Key bekommen. Ich krieg die Krise. Hat sich hier was getan? Auch nicht. Dass der kaputt ist, hat er sich gespeichert. Aber dass die anderen drei kaputt waren, hat er sich nicht gespeichert. Oder ist der von Afghan kaputt? Soll das was bedeuten? Nein, nee, der hätte ja auch vorhin schon was passiert. Was passieren müssen. Ach, Leute. Okay. Ich mache kurz Feierabend. Dann heißt das wohl in der nächsten Folge suchen, was ihr machen müssen. LOL.